Moin Moin, liebe Freak-Friends. Ich bin heute mit David nach Burgdorf gefahren. Ja, Burgdorf, mein Endgegner, wer weiß es nicht. Ich habe gehört, hier sind ein paar Streifenbarsche reingekommen. Da hätte ich mal Bock drauf, hatte ich noch nicht. Ja, was wir heute so erleben, seht ihr in dem Video. Bis dahin, viel Spaß. Schaut mal, der liebe Basti hat mir auch was mitgebracht. Mal gucken, ob wir was drauf fangen. Hier, viel Mann. Was? Ja. Die Sonne steht wieder so, dass er mitzieht, ne? Ja, ist normal. Ist immer so. So, liebe Leute, ich fange auch mit dem Freak 01 an. Vielleicht kommt noch eine dritte Route dazu. Und mal schauen, was hier ist, so die ersten Würfe passiert, ne? Ich hab Bock. Ja, Finger frieren sogar. Aber ich bin ja immer so, so ein bisschen Mimimi, was so Temperaturen angeht. Ist, bin ich Mimimi. Ganz, 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 ganz große Pussy. Ja. Start. Ja, ich starte immer mit. Also ich hätte schon Bock auf den Fisch, also so ist es nicht. Ich würde annehmen, jetzt schon. Fünf. Ich nehme noch drei Routen heute. Alles dabei? Ja. Volle Power? Ja. Volle Lotte. Ich werde jetzt mal die zweite Standroute fertig machen. Wenn nämlich eine von unten und eine von oben, weißt du? Ja. Ich habe hier noch nie einen auf Grund gefangen, glaubst du das? Nicht? Noch nie. Seitdem nie wieder gebastelt. Okay. So, komm, Fischlein beiß, die Pfanne ist schon heiß. Hä? Mit Gesang schon not. Moin. Hier habe ich mal was für dich. Dankeschön. Bitteschön. Kannst du mal bei YouTube gucken? Gibst du URL Freaks rein und dann. Haben wir irgendwie schon mal gesehen? Kann ja. Bitte.
Mensch, hätten wir es doch fast vergessen, Das gute Handtuch. Ja, ich muss meine auch immer rauspulen. Du musst erst mal ein ordentliches kaufen. So, habe ich hier noch ein Loch drin im Gürtel? Nee, habe ich nicht. Warum rutscht die Hose? Ich habe genommen, ich fette Schwan nehme noch nie ab. Klar, die Nase ist dünner. Das stimmt. Da war ein Pickel drauf. Ein paar Big Ladies sind ja auch drin garantiert, ne? Was? So ein paar Big Ladies. Hätte ich ja auch Bock drauf, ne? Muss nicht viel sein, aber so ein Big Lady oder so ein Streifenbarschel würde mir heute schon echt reichen. Aber angelst du auch, oder? Ja. Siehst du, hast du ja keinen Haken dran, ne? Nee. Aber knapp. Erstmal testen, wo der Fisch ist. Meinst du, ich will einen Fisch fangen? Der David, ne, der ist auch hässlich, ne? Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Guck dir mal an, ey. Aber heute hat er wenigstens mal vernünftige Klamotten an. Ne? Ja, ne? Hat mir heute. Letztes Mal ist er rumgelaufen wie der Penner. Meine Sonntag. Ja, das war auch Winter. Das war auch Winter. Aha, aha. Hey! Die haben schon Babys gemacht und gestern hat Lasse gefilmt, wie sie hier in der ganzen Truppe langlaufen. Ist das Hinkefuß hier? Nee, das ist nicht Hinkefuß. Aber die hat auch keinen Tumor mehr an der Fresse. Nee, hat sich aufgelöst in Luft. Na, geht's dir wieder gut, ja? Mal gucken, ob meine tolle gelbe Paste noch. Das ist Hinkefuß hier, der hat nur ein Bein. Die war klasse. Ja, so ein Fitze kriege ich noch raus. Hier, das ist Hinkefuß. Ja, der hat nur ein Bein. Mensch, das ist ja schön, dass du mich gleich wieder besuchen kommst, Keule. Als das letzte Mal hier war, habe ich die gefüttert. Die ganze Zeit haben sie immer Bienenmaden, immer feuerfrei. So, ist schöner Wetter. Schöner Wetter. Schöner Wetter zum am See sitzen und nichts fangen. Ja. So, David im Dreh. Verkackt. Ja, aber bei mir kommt jetzt nämlich ein Streifenbarsch, weißt du? Und der nimmt sich meine Maden mit und der isst die auf. Ja. Auf Grund sogar. Logo. Oh, dieser kurze Köcher und diese lange Rute. So, liebe Freunde, es hat geklappt. Der erste Fisch, entschneidert, gefangen auf Grund mit Bienenmade. Tatsächlich. Da, 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 da. Das hebt die Stimmung. Komm mal her, Keschern hier bitte. Mann, der Kescher ist zu kurz. Ich bin viel fetter als wie du. Alter, die macht aber Druck, ey. Hast du die Fische gefunden, hier vorne? Was machst du da eigentlich? Also, gute Hoch, Junge. Die Schnur. Du hast den anderen mit drin, dann musst du aufpassen. Hier. Ein bisschen komisch, hier alles gelandet. Hier so, gerade neu reingeworfen und die nächste auf Grund mit Bienenmade.
Oh, jetzt muss ich mal gucken, was hier los ist. Warum konnte ich schon immer? Es klappt wieder. Wunderbar. Oh, David ist auch im Drill. Petri! Seht das nicht? Ich ziehe die einfach ganz normal auf. Also einfach einmal durchstechen und nochmal drehen und nochmal durch. Na komm schon. Zack, das war's. Das ist das Geheimnis. So, der erste Fisch. Mal schauen, wie es weitergeht. Das nimmst du hier von dem Schrotter, ne? Ja. Unter der was? Ha? Unter dem Sitzkissen. Ja, Chef zur Arbeit, alles gut. Hier, du hast. Tritt nicht rauf auf die Route, ne? Das ja, tritt nicht rauf. Jetzt gucken wir mal, wie fett die sich strecken muss, damit da. Die ist reingesprungen, das zählt nicht, Alter. Petri. Naja, ich meine wegen Bücken, wegen Kescher und so. Ja, der zweite folgt zugleich. Ich habe jetzt halt unser Burgdorf-Rennen immer gewonnen, bin mal gespannt. Steht ja wieder gleich auf, das hat man ein paar Mal. Schon gut. Ich kann mir jetzt nicht die Blöße geben und hier verlieren, das geht nicht. Ich habe 2 auf Grund gefangen, Digga. Das ja, hast du schon ja, verloren. Ja, ja. Die zählen doch mit, Alter. In meiner Welt. Ja. Das Stück. Was? Alter, jetzt. Artet das hier in Stress aus, oder was? Hier, guck mal. Ich habe definitiv zu kurze Arme. Ja, den habe ich heute zu Hause gelassen. So, Nummer 3. Bienenmade von oben. Mache ich, sag mal so, 50, 60 runter. Läuft. Ja, mal deinem Kumpel Moin sagen. Ist er das? Ja. Er ist hier. Moin. Basti. Schon gut gefährdet, David. Ja, immer gleich nachziehen. So, wieder 3 zu 3. Hier, hä? Wir probieren den vorne auch mal aus. Ich möchte auch gerne einen aufs Kuchen fangen. Ja, mach mal. Ich sitze ganz bequem eigentlich. Ich sitze ganz bequem eigentlich heute. Sieht das, was hier noch Arbeit wird? Nö.
los, Basti? Hast du mir keinen Bock mehr, oder? Was denn? Ein bisschen entspannen, Alter. Brauchst du mal so? Nee. Basti, vielleicht gehen wir ja mal alle drei zusammenpeitschen. Ja, können wir machen. Machen wir mit. Wer wird ein Termin? Ja. Komm ich auch mal ins Fernsehen. Selbst aber das hübsche Ding. Manchmal muss ich mich rasieren holen. Ja. Ach was? Den Arsch zumindest. Alter, so viele Klinger trotz man nicht. Feuerzeug geht auf. Holz sieht über das Lagerfeuer an. Das Ding. No. Ob jetzt vorher oder nachher, ist egal. Emil, da bricht doch gleich durch. Ja, du kannst nicht viel, das muss jetzt sein oder was? Nein. Dank. So, die Bienenmade hat nochmal zugeschlagen. Von oben wieder. Yeah, yeah, yeah. Auch gerade wieder ausgeworfen, ne? Ja, auch wieder von der Seite. Ja. Ja, gut, wir können morgen. Moin. Hast du was gefangen? Ja. Hast du auch schon einen fetten Schleifenbarsch gefangen? Nee, leider nicht. Die müssen eigentlich so auf Gummibänder beißen. Ja. Schwarze Gummis oder braune Gummis. Okay. Und dann hier vorne irgendwo in der Kante. War nicht viel, 1, 2, 3 Stück. Du musst auf sich nur probieren zu angeln, die Schleifenbarsche. Die kommen dann teilweise, siehst du, die echt gut am Ufer rumkommen. Okay. Wo ist die Fisch? Die Fische sind in Ruhe. Die sind in Ruhe, die Fische. Ist die Fisch. Die Fische sind. Ne? Wenn die mit 10 Mann reservieren, eine ganze Seite blockieren und dann keiner kommt, Alter. Das ist frech, das ist frech. So, Basti. Yeah, David. Oh, David. Basti. David. Basti. David. Achso, ja, immer dran denken, ne? Auch wenn ich mal nicht da bin und über mich gelästert wird, ne? Es ist auf der Kamera. Das ist schwer, ne? Bist du ärgerlich, oder? Ja, ich komme. Das ist richtig. Wenn er nicht schmeckt, will ich auch nicht hören. Ich muss ja nachher noch fahren und mit dem Kind kann ich nicht trinken. Okay. Wir jetzt einen Trinken, würde ich sagen. Jo. Gibt Schlimmeres, ne? Ja. Hier, Keule, rankommen. Genau. Nimm den vollsten, weil du musst fahren. Ich rauche aber erst nachher. Das ist auch der mit dem Likör. Ich habe auch noch einen mit Doppelkorn mit. Okay. Oh, Prost. Danke. Prost. Prost. Probier. Mhm. Kommen wir gleich noch einen? Vor allem kann man nicht stehen. Ne? Trinkt sonst kein Alkohol, wirklich nicht. Nicht? Außer Eierlikör. Kochen, wenn ich den selber mache. Genau, sehe ich auch so. Das ist so wie Vanillesoße, finde ich. Das zählt gar nicht. Ja, deswegen kann man sich auch auf Eis kloppen, ne? Ja. Wenn die Polizei dich anhält, das ist Vanillesoße. Richtig. Vanillesoße. Außerdem ist heute Abend, wir fahren ja erst spät nach Hause. Ne? Wir nicht. Prost.
Auf dem Fahren kannst du ja. Ne? Mit zwei Eierlikör kann man noch fahren. Fahr nur. Klar. Nee, ich nicht, ich darf nicht. Wie, du darfst nicht? Probezeit. Noch 3 Monate. Hm. Wenn ihr nachher noch einen wollt, ich bin da. Wir melden. Wenn einer mit mir trinkt. Wir melden uns. Ich sitze da rum oder willst du angeln? Ich angel und sitze rum. Ist klar, dass ich dich jetzt fertig mache, ne? Was? Dir ist klar, dass ich dich jetzt fertig mache, ne? Immer mal. So, liebe Freak Friends, das war's für uns heute. Das ist das erste Mal, dass ich mit David hier im Burgdorf war und mehr gefangen habe wie er. Wie viel hast du? Eine mehr. Ich habe 3. Eine mehr. Ich habe 4. So, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wunderbar.